Telekom TV. Das ist Deutschlands erster und einziger User-Created-Content-Fernsehsender im Kabel und über Satellit und wird europaweit in mehr als 32 Millionen Haushalte ausgestrahlt. Unsere Geschichten sind aus der realen Welt, produziert von den Usern für die User. Du gestaltest das Programm, du entscheidest, was ins Fernsehen kommt. Du bist TV. Eigenproduzierte Musikvideos, Actionclips, Fun and Comedy und Kinofilme. Mehr als drei Viertel unseres Programms wird von den Sehern produziert. Wir nennen es User-Created Content. Du bist Macher, Regisseur und Seher in einem. Das Fernsehprogramm wird maßgeblich von dir bestimmt. Be part of Ucom TV and share your ideas with us. Welcome to the world. Vorstellen, Ultra HD Web-TV, eine Firma, die es wirklich real gibt. Online heißt es Gute Medien, euer Medienkanzler. Total verrückt, schräg. Tja, empfinden müsst ihr das selbst. Wir wollen gute Laune verbreiten. Das heißt also, wenn uns irgendetwas aufstößt in der Realität, politisch, wirtschaftlich, geben wir unsere Meinung kund. Unsere Meinung ist unser Menschenrecht. Artikel 19. Artikel 19. Meinungsfreiheit. Die Meinung zu sagen, zu öffnen und sich zum dummen August machen. Ja, dann bin ich irgendein dummer August. Aber an alle Fanatiker, an alle politischen Fanatiker, an alle, die jetzt an meinen Lippen kleben, an meine Signatur, an meine Textur, die versuchen, mich jetzt in Misskredit zu bringen, die jetzt meinen Videoclip auseinandernehmen, da sitzen und alles aufschreiben, was ich als Kunstfigur, der Medienkanzler, ich sag's noch einmal, Kunstfigur, der Medienmacher, jetzt hier in diesem Videoclip, oh, Satire, ohne Tiefe, ohne Tiefgang, boah, wie kann er sich erdreisten, ein Künstler zu sein? Meine lieben Freunde, ihr politischen Honks oder keine Ahnung, wie ihr euch nennt, ihr Schreibtischtäter, ihr Kneipengänger, ihr, die eine, was weiß ich, irgendwas gründen da, ja, die sich dann, keine Ahnung, nennt, aus Sicherheitsgründen sage ich jetzt nicht, weil die, die sich so nennen, plötzlich auch den Namen haben, was an sich schon mal verkehrt ist, weil an sich die Allgemeinheit so heißt. Ihr wisst ja, Politiker gehören... Genau, richtig, wahrhaftig erkannt. Politiker gehören, ne? Wie, weiß nicht? Kommst nicht in den Tiefgang, ne? Ja, Satire, wie kann dieser bärtige Brillenträger, dieser Medienkanzler sich nur erdreisten, bei Ultra HD, beim YouTube-Kanal vom Leder zu ziehen? Wie kann er sich erdreisten, eine Regierung zu kritisieren? Wie kann er sich erdreisten, einem Politiker seine Verfehlungen anzumahnen? Tja, ich bin Bürger. Ich bin Bürger. Ich bin Bürger von Nordrhein-Westfalen. Ja, egal unter welcher Herrschaft ich jetzt hier agiere. Ja, das ist mir auch Jacke wie Hose. Wisst ihr, meine lieben Freunde, der Ultra HD Web TV, den gibt es wirklich. Der ist real, das ist eine Dienstleistung. Für alle Künstler, ihr wisst Bescheid, hier ist Internationalität gefragt und keine Nationalität. So etwas gibt es hier nicht. Ja, wir sind alle international. Ich brauche nur auf die A40 Richtung Niederlande, bin ich Ausländer. Also, meine lieben Freunde, noch einmal zum Mitschreiben. Der Ultra HD Web TV macht Satire. Der Ultra HD Web TV verbreitet gute Laune. Und wem das nicht passt, wenn die Mundart, die Figur, diese Kunstfigur, Medienkanzler, nicht passt, wisst ihr was? Macht es doch aus. Keiner, noch einmal, keiner wird gezwungen, den YouTube-Kanal der Medienkanzler sich anzuschauen. Keiner ist verpflichtet, unter einem YouTube-Kanal etwas zu schreiben. Diese Verpflichtung gibt
es nicht. Menschen, die sich verpflichtet fühlen, einen anderen Menschen anzugreifen, weil er sich erdreistet hat, einen Videoclip zu machen. Ja, vor allen Dingen der Medienkanzler. Wie kann er sich erdreisten, über Politik herzuziehen? Der hat doch gar keinen Plan. Dummerweise kennt ihr den Medienkanzler ja gar nicht. Nur die, die den Medienkanzler kennen, hätten vielleicht das Recht, dem Medienkanzler zu sagen, dass er vielleicht möglicherweise keine Ahnung hätte. Oder eine Ahnung hat. Von A bis Z. Weil es sein Beruf ist. Und er seinen Beruf ausübt. Auch in Sprache und Gestik und Mimik. Hat dieser Medienkanzler auch als Kunstfigur das Recht, jedem die Meinung öffentlich zu sagen. Menschenrecht, Artikel 19, Bundesgesetz, Rhabarberkirchen, Grundrecht, Artikel 5. Und wenn das hier als Hitlergruß ausgewertet wird, nur weil ich jetzt die Arme hier gerade ziehe, mein lieber Freund, lass mal deine Synapsen nachsehen. Meine lieben Freunde, vor allen Dingen politischen Freunde, lasst eure Synapsen untersuchen. Das, was ihr an Informationen dort im Inhalt habt, sind eure, nicht meine oder des anderen. Versteht ihr? Untersucht erst eure Synapsen, ob es sich wirklich ziemt, irgendeine Person anzugreifen, zu verfolgen, ja, zu diskreditieren und so weiter. Meine lieben Freunde, werdet langsam wach. Mir ist das vollkommen egal, was ihr da treibt. Ihr YouTuber, ja, das ist alles wirtschaftlich so gewollt. Hinter allem stecken wahnsinnsgroße Firmen, die etwas befürworten, vor allen Dingen gewisse YouTube-Kanäle. Die Ansage ist rechtsgültig an alle politischen Synapsen verklebten Einheiten, die nicht verstehen, worum es überhaupt geht. Meinungen. Meinungen sind Meinungen. Und eine Meinung ist halt persönlich. Eine Meinung kann auch schon mal nicht gerade, ne, empfindbar rüberkommen. Ja? Auch das Menschenrecht, Artikel 19 der Meinungen, aus allem sich eine Meinung zu bilden, ist rechtsgültig. Die Meinungen aus allem sich herauszukristallisieren, herauszunehmen, ist sogar hier, ja, in dieser BRD, egal wie ihr sie nennt, ja, ihr seid ja eh alle irgendwie schräg gebacken, ja, ihr wisst ja überhaupt nicht, was gute Laune Medien bedeutet. Gute Laune, frei leben, frei sein, wir haben Freiheit, ja, viele von euch haben 144 Jahre nicht erkannt, was in diesen 144 Jahren alles schiefgelaufen ist, und ihr macht fröhlich weiter. Ja, so sieht's aus. Meine lieben Freunde aller Meinungen. Jede Meinung ist wichtig, jede Meinung zählt, aber keine Meinung ist so wichtig, dass man eine andere Meinung drüber legt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das hier ist meine Meinung. Und ihr habt ja gemerkt, ich habe die über 1000 Videoclips bei Ultra HD gelöscht. Ich hatte Bock drauf. Ich hatte tierischen Bock drauf. Aber worauf ich jetzt richtig Bock habe, ist, die Staatsanwaltschaft zu involvieren, meine Rechtsabteilung zu involvieren, um eine gewisse Fakultät, die sich da Richter nennen, einer gewissen kleinen, was weiß ich, Gruppe, die sich erdreistet haben, meine Wortklaubereien niederzuschreiben. Und diese Wortklaubereien, die ich gerade als Erguss hier durch dieses Video habe fließen lassen, kommt sofort, Mahlzeit, mal anzuzeigen. Ja, sicher, einfach nehmen. Ist okay, ich mache eben hier zu Ende, ne? Wisst ihr Bescheid, ne? Alles klar, ne? Alles wieder gut. Genau. Vucom TV. Das ist Deutschlands erster und einziger User-Created-Content-Fernsehsender im Kabel und über Satellit und wird europaweit in mehr als 32 Millionen Haushalte ausgestrahlt. Unsere Geschichten sind aus der realen Welt, produziert von den Usern für die User. Du gestaltest das Programm, du entscheidest, was ins Fernsehen kommt. Du bist TV. Eigenproduzierte Musikvideos, Actionclips, Fun and Comedy und Kinofilme. Mehr als drei Viertel unseres Programms wird von den Sehern produziert. Wir nennen es User Created Content.
Du bist Macher, Regisseur und Seher in einem. Das Fernsehprogramm wird maßgeblich von dir bestimmt. Be part of YouCom TV and share your ideas with us. Welcome to the world.